war ja versucht. Egal. So, das ist jetzt hier ein Remake von diesem HDMI 2AV-Ding. Ich habe euch das Ding schon mal gezeigt. Das ist AV oder CVBS, wie es hier drauf steht, zu HDMI. Habe ich ja gesagt, kann man gut nutzen, um ein analoges Video auf HDMI zu kriegen. Um eine Spielekonsole, die sowas hat, zum Beispiel die NES, SNES oder wie auch immer, noch an einen Fernseher ranzukriegen, an den Flachbildschirm, die nur noch einen HDMI-Eingang haben. Dafür ist das möglich. Für mich nehme ich das, um ein analoges Video auf HDMI zu kriegen und das dann per USB in den PC zum Streamen. Zum Beispiel C64 und Amiga und hast du nicht gesehen. Dafür ist das ganz gut. Dafür gibt es zwar auch diese Videograbber auf USB. Meiner spinnt. Manchmal ist das mit dem Treiber ein bisschen blöd. Der nimmt dann aber auch wirklich nur in der Auflösung auf, die das Ding vorgegeben hat. Und hier macht er intern alles hardwaremäßig. Es funktioniert, habe ich euch gezeigt. Nun habe ich das Ding aber einmal andersrum, um HDMI auf analog Video zu kriegen. Und da spreche ich jetzt eigentlich nur die Retroianer an, so wie ich einer bin mit Videorekorder und Tonbandgerät und hast du nicht gesehen. Die ein digitales Video in ein analoges Video haben möchten. Für diejenigen, die das nicht interessiert, die können dieses Video gerne abschalten, aber nicht wieder Daumen runter geben. Also so wenig Aufrufe mit so vielen Daumen runter hatte ich noch nie auf irgendeinem Video. Dann schreibt bitte in die Kommentare, warum euch dieses Video nicht gefällt. Warum ihr einen Daumen runter geben müsst, deswegen. Wenn ihr meint, das ist Blödsinn, HDMI auf analoges Video zu kriegen, dann ist es eure Sache, nicht meine Sache. Ich spreche hier Leute an, für die das interessant ist und nicht für Leute, die meinen, das ist Blödsinn. Ihr mögt das Blödsinn finden, für euch ist Minimum 1080p das Minimum aller Dinge und 4K ist dann ja gerade so das Minimum oder das Mittelmaß und 8 und 10 und 15K, keine Ahnung, was wäre denn High-End oder was. Keine Ahnung, ist mir egal. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe dieses Ding gekauft. Für eine Sache, die ich euch nachher gleich zeigen will. Für manche ist das hier auch noch interessant, um wenn man jetzt, so wie ich, auch einen Videorekorder hat. Mit dem kann ich jetzt nichts mehr aufnehmen. Vom TV. Geht nicht mehr. Ich habe keinen SCART-Anschluss mehr. An dem Digital-Empfänger-Dings da für Kabelanschluss ist kein SCART-Anschluss, wo ich einen Videorekorder anschließen könnte. Gut, das Ding hat eine Festplatte drin, die kann ich damit aufnehmen. Aber man hat ja auch einen Videorekorder und möchte auch den mal wieder aufnehmen. Hast du nicht gesehen? Mal eine schöne alte Sendung oder was, wie sich das gehört, dann mal auf einen Videorekorder wieder aufzunehmen. Weil man es kann. Und dafür sind die Dinger gut. Und ich möchte das Ding aber benutzen für etwas anderes. Und das ist für einen zweiten Monitor am PC. Der zweite Monitor ist dieser Fernseher. Ja, ist irgendwo Schwachsinn zu sagen, so einen alten Fernseher mit, ich habe jetzt mal gegoogelt oder geguckt, 420x2 schieß mich tot Pixel als zweiten Monitor zu nehmen. Ich will hier aber auch nichts Hochauflösendes drauf machen. Wie hochauflösende Bilder oder Sachen drauf zu tun mit Schrift und hast du nicht gesehen, das will ich gar nicht. Da soll nur ein Video drauf laufen. Bewegte Bilder, die ich aus dem Augenwinkel mir angucken kann. Eine Serie bei YouTube oder wo auch immer man sich Serien angucken kann. Oder nebenbei lässt man ein YouTube-Video laufen, was im großen Teil eigentlich nur gesappelt ist und nicht viel zu sehen ist. Dafür reicht das. Wenn ich den Monitor, den ich hier habe, in Vollbild benutze für Fusion 360 zum Beispiel, um mir Sachen für den 3D-Drucker zu konstruieren, die ich ausdrucken will, oder irgendwas anderes mache, wo ich dann nur nebenbei ein wenig Fernseh gucken will. Ja, es ist ein 21-Zoll-Monitor. Ich könnte den auf die Hälfte packen, auf der einen Seite Video, auf der anderen Seite das andere.
Ja, wozu habe ich denn einen großen Monitor? Dann kann ich das auch gleich im Groß machen. Dann kann ich das auch auf den kleinen Fernseher gucken, was ich gucken will. Ist ja nicht das Problem. Es gibt auch solche Dinger hier zu kaufen, so eine kleinen Bildschirme Full HD mit HDMI und 5 Volt Eingang und was auch immer, kosten aber Geld. Ist nicht so, dass ich nicht das Geld ausgeben will, aber warum muss ich es ausgeben? Muss ich doch nicht. Ich habe hier funktionierende Hardware, die funktioniert. Die kann ich so, wie sie mal gedacht ist, nicht mehr benutzen, also muss ich das irgendwie anders machen. Und man kann jetzt solche Sachen hier kaufen. Es gibt auch solche Dinger hier, HDMI, auf diesen, ich meine, das heißt Komponent oder manche kennen es als YUV, also YUV, der mit diesem Blau, Grün, Rot oder was Anschluss, keine Ahnung, gibt es auch und da würde dann sogar HD rauskommen können. Da gibt es dann auch Möglichkeiten für manche, dann einen alten Röhrenfernseher, der diesen YUV-Anschluss hat, mit der Spielekonsole zu verbinden, nur um es mal gemacht zu haben. Ich weiß. So ein Röhrenfernseher muss nicht schlecht sein. Es gibt auch wirklich gute Fernseher, diese alten. Es muss nicht immer Flachbild sein. Für manche ist es eben interessant zu wissen, dass es sowas gibt. Dass man sowas auch benutzen kann, dass man das auch von HDMI auf analoges Video wieder kriegt. Oder halb digital, wie auch immer. Und dass das hier funktioniert mit dem PC, wollte ich euch zeigen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Es wollte eben in dem vorigen Teil nicht. Ich weiß nicht, ob es an dem USB liegt oder nicht. Dazu schließe ich hier ein USB-Kabel an. Dazu schließe ich den Fernseher über den Videoanschluss an den gelben an. Ich schalte mal den Fernseher ein. Dann ist schon mal dieses Farbmuster drin. Das kommt auch von diesem Kasten, weil wenn ich den USB abziehe, ist es nicht da. Wenn ich es dran stecke, ist es da. Und wenn ich jetzt den PC anschließe, sollte es funktionieren. Und da ist es auch schon. Jetzt funktioniert es wieder. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Die Symbole kann ich sehen, aber Uhrzeitdatum, das kann ich nicht lesen. Dafür ist die Auflösung zu schlecht. Das will ich ja auch gar nicht. Ich will da auch nicht hier irgendwelche Textdateien drauf lesen. Kann ich gar nicht lesen, ist nicht lesbar. Sondern ich will, wie ich sagte, bei YouTube mach mal hier irgendwie zum Beispiel das an, gehe ich hier rüber, muss ich bloß noch die Maus finden, da mache ein Vollbild und dann laufen da die Simpsons drauf. Es gibt auch Ton dazu. Dazu mache ich dann den Ton da noch rein. So, aber das will ich nicht. Und wenn ich jetzt von dem Fernseher den roten Anschluss, den eigentlich den rechten Kanal, auf Ton stelle. Weiß ich nicht, ob man das sieht. Ne, sieht man nicht. Ist jetzt auch nicht gerade so doll. Allerdings, ich nehme jetzt den roten. Ich hoffe, das reicht. Zieh den gelben raus. Steckt den roten rein, habe ich auch ein Bild, aber das Bild ist von den Farben her nicht passend. Das könnte es Video sein, das hier Chroma und Luma getrennt auch geht, weil das hier, der rote, wäre AV2. Wenn ich den da reinstecke, habe ich das gleiche Bild auf AV2. Das Bild passt dann wieder. Aber auf AV1 passt das von den Farben nicht. Es könnte es Video sein. Das weiß ich nicht. Und warum sollte ich mir irgendwie einen Monitor kaufen,
wenn ich sowas habe. Hiermit kann ich dann auch Geräte testen. Wenn ich da mal was repariere, Videorekorder, kann ich dann hier drauf testen. Oder wenn ich einen DVD-Player habe oder irgendwas, wo mit einem HDMI-Ausgang irgendwelche Geräte habe, die kann ich dann hier auch anschließen an den Fernseher zum Testen, ob es funktioniert. Da muss ich nicht extra speziell irgendwas haben. Ja, ich könnte mir auch einen zweiten Monitor hinstellen, dazu muss ich aber den Platz haben. Und die Dinger sind auch riesengroß. So. Nur dafür wollte ich das haben. Dass ich den irgendwo an der Ecke, damit ich dann, wenn ich im Vollbild bin, ein bisschen Video gucken kann. Serie bei YouTube oder wo auch immer man Serien gucken kann. Oder YouTube-Videos, wo nicht viel zu sehen ist. Wo eigentlich mehr Info drüber kommt, was der da macht oder wie auch immer. Dann reicht das. Da muss ich das nicht auf dem Monitor splitten. Und kann das direkt dann auf dem Kleinen gucken. Dafür ist es gedacht. Mir nicht. Wem da zu blöd ist, sowas hier zu machen und dass es etwas Besseres gibt und so weiter, guckt doch bitte woanders. Dann guckt woanders, die sowas machen. Bei mir gibt es sowas. Bei mir gibt es solche Sachen mit analogen Scheiß. Hauptsächlich analogen Kram, weil digital ist gut und schön, aber analog ist genauso gut. Und ich muss die Geräte nicht wegschmeißen und was Neues kaufen. Ich kann die Geräte weiter benutzen und dann gibt es solche schönen Adapter dazu. Und der hier hat 12 Euro, schieß mich tot, knapp 13 Euro bei Amazon gekostet. Warum soll ich denn nicht mal 12 Euro ausgeben, um das machen zu können? Ist doch nicht so verkehrt. Die Dinger gibt es auch deutlich teurer. Es gibt noch viele andere Sachen. Es gibt auch diese Dinger hier mit Dings auf HDMI mit diesem Komponentenvideo, nenne ich das. Komponent und S-Video und diesem Kompositvideo. Gibt es auch, kostet dann aber etwas über 25 Euro. Und könnt ihr das denn auf HDMI machen? Das geht auch. Der Komponentenanschluss wäre sogar HD rein und wäre HD raus. Hier ist es aber eben nicht HD raus. Hier ist dann wirklich nur hochskaliert auf HD-Format. Aber das Bild selber ist nicht HD. Kann ja nicht sein, weil so viele Pixel sind nicht. Und hier wird einfach nur das hochauflösende Bild eben runter skaliert auf die Spezifikation von S-Video, auf Kompositvideo. Und zwar, was waren das, 480 oder 525i, glaube ich. Aber lieber skaliere ich ein Bild runter, weil die Bildinformationen sind ja da und habe ein besseres Komponentenvideo Kompositvideo. Als wenn ich hier das hochskaliere. Der macht das schon ganz gut. Zwar ist die Helligkeit nicht überragend, aber das kann man softwareseitig beheben. Das ist nicht so schlimm. Wahrscheinlich gibt es die Dinge auch in viel besser, aber für meine Zwecke reicht es, wenn ich jetzt da zum Beispiel den C64 anschließe und dann im PC reingehe und euch dann direkt so den Bildschirm zeigen kann. Da muss ich das nicht vom Fernseher abfilmen und all sowas. Zum Beispiel. So, das wäre das Ding über diesen HDMI zu AV. Warum ich dieses Ding gekauft habe. Das Ding funktioniert wunderbar, da kann ich nicht meckern. Mit dem PC ist ein bisschen tricky. Erst das Ding verbinden und dann den PC, dann geht das. Zu 99%. Manchmal will es nicht. Ich habe den Rechner neu gestartet und dann ging es auch. Ist ein bisschen tricky manchmal, aber andere HDMI-Sachen, zum Beispiel die Kamera. Wenn ich jetzt den Fernseher als größeres Kamerabild als sehen will, weil ich habe hier nur das kleine Display und ich will es größer haben, dann gehe ich hier mit HDMI rein, mache den Fernseher ran und habe ein 7-Zoll-Bild und kann das dann sehen. Und muss nicht auf dieses kleine Mini-Display da von der Kamera gucken. Natürlich gibt es die Dinger auch
Ich habe mal gegoogelt von Lilliput schon mit HDMI und 1080p als kleiner Monitor für Kamera und andere Anwendungen. Aber wozu? Muss doch nicht. Oder ich will, habe ich jetzt nicht, die alte große VHS oder wie heißen die anderen? Naja, Vollformat VHS-Kamera, Display dran haben, was man sehen kann. Oder die kleinen, wie heißen die Dinger denn? Ist ja auch VHS, bloß die kleine Kassette. Komme ich jetzt nicht drauf. Nur dafür ist das gedacht, mehr nicht. Es ist eben auch mal für manche interessant, wie sieht ihre, was weiß ich, PS4 mit HDMI-Anschluss am Röhrenfernseher aus? Kann man damit spielen? Nur um es mal gemacht zu haben. Die könnten denn auch mit sowas arbeiten. Gibt bestimmt einige, die sich da schon irgendwie Gedanken machen, wie HDMI auf Analog-Video. Hey, geil, das kann man machen, ja. Danke, dass ich es gezeigt habe. Ja, das wäre schön, wenn man sowas kommen würde als Antwort. Und nicht nur ein Daumen hoch und der Rest ist nur noch Daumen runter und nicht ein Kommentar dazu. Ganz ehrlich. Wenn euch das nicht gefällt, guckt woanders. Na gut, dann danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Hier nochmal in groß. Könnt ihr nach googeln oder bei Amazon suchen und dann findet ihr das Ding. Gibt so viele verschiedene. Gibt sogar aus Deutschland. Gut, dann tschüssi, bis zum nächsten Video.